Monster waren in Rannersdorf unterwegs und haben alles zerstört, was sich ihnen in den Weg legte. Keine Angst, keine echten Monster, aber wahre Monster-Trucks. Warum bist du heute hier? Weil die Monster zwar urcool sind und die fahren sicher andere rein und das wird echt cool werden. Wir machen da eine Stuntshow besonderer Art. Also wir machen keine Crash oder so Sachen, sondern Balanceakt auf zwei Rädern. BMW fährt auf zwei Rädern. Im Schritttempo, dann schnell, dann fährt er im Kreise. Dann bleibt er fast stehen. Und dann gibt es eine Taxifahrt für drei mutige Damen. Die können dann mitfahren in der Show im Taxi, also auf Taxi auf zwei Rädern. Dann was Besonderes, zwei Akteure stehen sie circa 1,5 Meter nebeneinander und der balanciert dann mit zwei Rädern zwischen zwei lebenden Säulen durch. Also der straft jetzt zwar wirklich ganz knapp. Das ist Profiarbeit mit Maß. Ist es auch gefährlich? Ja, sicher ist es auch gefährlich, ne? Weil das Auto kann, also wenn sie zwei hinstellen und der fährt da auf Zentimeter durch, da gehört schon jahrelange Erfahrung und Training dazu. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Ja. Normal Mädchen schauen sich das nicht so gerne an, aber du bist da ganz hart. Ja, weil mein Bruder hat auch Monster Trucks und damit spielen wir immer und deswegen habe ich jetzt Interesse mit denen gefunden. Ich bin zuständig für Zweiräder zu fahren, halb Auto auf Schräglage, Drifts, halb Auto Akrobatik, was gehört zu Autos, halb alles. Burnouts, Donuts, Drifts, alles halb. Wie geht es, auf zwei Rädern zu fahren? Also auf zwei Rädern fahren, das ist also, man braucht also viel Übung, sehr, sehr viel Übung. Wir haben alle beide eine Ausbildung gemacht, die 3 Jahre gedauert hat. Und also ich habe sie fertig und er ist jetzt im letzten Jahr. Und also auf zwei Rädern fahren, das ist also ein Spiel mit der Kupplung, mit dem Gas, mit dem Lenkrad. Und Balance. Und Balance. Also man muss ein richtiges Feingefühl haben, sonst funktioniert das gar nicht. Bis einer das gelernt hat, ja, das kann Monate dauern. Und bis einer Profi ist, ein echter Profi, so wie unser Edward, das dauert schon Jahre. Wie werden die Trucks denn so hergerichtet, damit die so monstermäßig aussehen? Ja, wir haben die Showfahrzeuge, das ist Eigenbau. Zum Beispiel der, das ist einer der ersten Monsters, das ist ein Oldtimer, ein alter Chevrolet. Und das ist umgebaut worden als Monster Truck. Das Gefährt hat ca. 4200 Kilo. Da drüben haben wir ein besonderes Fahrzeug, da, der gelbe. Das ist ein Truckster, der hat über 5 Tonnen. Mit dem balanciert er dann nur auf der Hinterachse. Da fährt er dann 30, 40 Meter und auch rückwärts, nur auf der Hinterachse. Das sind so ganz schnell coole Autos, die was schön sind. Und was gefällt dir an den Monster Trucks? Das ist sehr cool und ich freue mich, dass ich hier bin und das ist cool. Die Monster Trucks sind genau unseres. Wir waren doch schon Masters of Dirts und so in der Starthalle und das ist genau das Richtige. Seid ihr ganz harte Jungs und deshalb gefallen euch die Monster Trucks? Ja. Was gefällt dir an den Monster Trucks? Ja. Was gefällt dir an den Monster Trucks? Die Monster Trucks können so Tricks machen und ich finde cool, dass die so Gummireifen haben und so springen können. Ein sehr gefährlicher Beruf. Gibt das einen gewissen Kick? Ja, es ist halb. Gefährlich ist immer, alles ist gefährlich. Jeder Job ist gefährlich. Ja, halb. Das ist das. Wir lieben das Autos, PS. Und das ist das halb. Was ist das für ein Gefühl? Also das Gefühl ist eigentlich nicht so zu beschreiben, weil
Also man ist jede Vorstellung ist man in einer anderen Stadt und also das Publikum ist immer anders. Also wenn wir anfangen, dann schauen wir uns erst an, wie viele Leute sind da. Und dann merkt man also gleich, okay, die erwarten jetzt mehr von uns oder weniger. Und also das Gefühl ist immer gut und Adrenalin pur. Die Idee ist eigentlich nichts Neues. Das stammt, eigentlich kommt es von Amerika. Die haben das schon gemacht, wie die ersten Autos rausgekommen sind. Also so Crash und so, bei uns noch nicht gekannt. Bei uns ist es also in Mode gekommen, so in den letzten 40 Jahren. Da hat es einige Gruppen gegeben, dann hat das Geschäft wieder nachgelassen, dann haben viele wieder aufgehört. Und viele fangen wieder an, probieren es, wie es läuft. Ne? Wenn es läuft, ist es gut. Und wenn es nicht so gut geht, dann hört man wieder auf, macht man was anderes. Ne?